Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Genau, jetzt macht meine Stimme Faxen, verdammt! Wir nutzen jetzt das letzte bisschen Sonne und werden einen erneuten Angriff auf die Observer Base fliegen. In der Hoffnung, dass ich dieses Mal in der Lage bin, da was zu tun. Wenn das nicht funktioniert, oder wenn es funktioniert, egal wie, egal ob es funktioniert oder nicht, wenn es funktioniert, bauen wir einen neuen Scout Rover. Da habe ich etwas geplant. Wenn es nicht funktioniert, bauen wir einen neuen Scout Rover. Ich hab verschiedene Ideen. So. Ich mache einen Raketenwerfer aus. Munition habe ich noch. Ich würde mal sagen, entparken. Boost. Und Bremse anziehen, dass die Räder nicht ausflippen. Und da hoffe ich jetzt mal, dass ich da drüben noch genug Sonne habe, um einen weiteren Angriff zu fliegen. Und dann können wir gleich mal gucken, ob es theoretisch eine Rover-taugliche Route darüber gibt. Weil den Ordrop-Pod würde ich eigentlich gerne mit einem Rover retten. Bremstriebwerke sind aus, ja. Ich weiß nur nicht, ob ich hier hochkomme. Das kann sein, das muss ein Rover werden, der Boost-Triebwerke hat. Aber das wäre arschgeil, wenn ich einen Rover bauen könnte, mit dem ich hier hochkomme. Jetzt mal im Ernst. Weil hier komme ich durch, das ist relativ eben. Und da komme ich auch durch, das funktioniert. Oh, da drüben wird es schon wieder dunkel. Da komme ich theoretisch runter. Und auch drüben wieder hoch, beziehungsweise da unten durch den Canyon durch. Das ist eine scheiß lange Route. Ich weiß. Also das ist wirklich eine kacklange Route. Aber das sollte es mir wert sein. Und demnächst steht ja das Warfare 2 Update an, zu dem ich relativ sicher ein Video machen werde, weil ich ziemlich gehypt von diesem Update bin. Natürlich auch zum zugehörigen DLC, welches vermutlich kommen wird. Ich möchte mir das genauer ansehen. Aber zuallererst, beim Observer ist es schon relativ dunkel. Ich hoffe, ich treffe. Weil es könnte sonst kacke werden. Fleeting Rival, der ist immer noch da, oder ist das ein neuer? Okay, ich habe etwas getroffen. Ich bin unbeschädigt. Assertive Wasp. Okay, wenden, gleich ein zweiter Schuss. Macht den anderen Raketenwerfer jetzt gleich an. Der Fleeting Rival fliegt hier direkt drüber. Komm schon. Problem. Großes Problem. Ich habe zu spät hochgezogen. Ich habe keine Waffe. Komme ich mit der Flex? Okay, den internen Geschützturm bin ich los. Wow! Da liegen noch Raketen. Ich habe so ziemlich alles verloren, was ich hatte. Also flugzeugtechnisch. Das ist die Wasp. Das ist nicht witzig. Das ist gar nicht witzig. Ich habe hier... Oh, ich habe keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu verteidigen, ne? Und ich verliere jetzt auch definitiv mein Werkzeug, weil ich kann aus dem Zeug nicht mal was bauen.
Das ist nicht gut. Hier liegt noch ein Rad. Der hasst mich. Ich würde da gerne den Berg hoch. Komm schon. Vielleicht komme ich zu meinem Pott. Ja, obwohl, es bringt nichts. Ich werde auch meinen Body nicht retten können. Weil, sind wir ehrlich, ja. Das ist doch kacke. Was ein Flugfehler alles ausmacht. Ich hatte mit der Rakete noch getroffen. Aber, naja. Das heißt, ich werde jetzt gleich ein zweites Mal sterben. Oh Mann, ich komme da nirgends hoch, ne? Na, vielleicht hier? Oh nein. Ich will da hoch. Wenn ich da oben bin, könnte ich mein Stuff da verstauen. Dann würde das nicht despawnen. Das ist eigentlich, sollte jetzt eigentlich mein Ziel. Kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen, Alter? Also ich bin ja schon mal Gott froh, dass das Teil unpräzise ist. Wie scheiße. Also wirklich, unpräzise wie scheiße. Fall runter. Da ist keine Verstaumöglichkeit drin. Oh, hör auf. Hör auf zu schießen. Und ich habe nichts zum Zurückschießen. Das ist mein größtes Problem. Nee, hier hat es nichts zum Verstauen. Ah. Ich will das bisschen Sauerstoff, das ich habe, nutzen. Mann. Das Problem ist, ich bin von dem Pod so weit weg. Hier unten. Ich glaube nicht, dass ich eine Möglichkeit habe, da hochzukommen. Jetzt trifft er mich auch noch. Renn! Renn schneller! Au! Oh nein! Deswegen nehme ich Schaden. Komm schon, beruhig dich wieder. Komm schon. Mir geht's jetzt der Sauerstoff aus. Ah. Ja, ich habe halt nichts zu schießen und keinen Sauerstoff. Meine Stamina war aus. Deswegen habe ich Schaden genommen. Das Nonstop-Sprinten ist halt scheiße für Stamina-Dinge. Kilometer bis zum Pott. Und tot. Jetzt hat er mich getroffen. Flugzeug verloren. Alles verloren. Ich hatte hier noch nichts reingelegt, ne? Nee. Okay. Das heißt, wir brauchen eine andere Lösung. Und frisches Werkzeug. Ich hoffe, ich habe... Oh nein, Platin habe ich keins da, ne? Also gut, muss Stufe 2 Werkzeug her, weil mehr kann ich mir nicht leisten. Wo ist der Bohrer? Da ist der Stufe 2 Bohrer. Nein, das regt mich nicht auf. Überhaupt nicht. Ist wie ein Reset. Ich bin jetzt fahr- und flugzeuglos. Ich könnte das retten, wenn ich ein ganz schnelles, kleines Flugzeug bau. Okay, halt, stopp. Alles, was jetzt im Video, also ich bin der Zukunfts-Jan, hallo. Alles, was ab jetzt im Video passiert ist, ihr seht, es ist dunkel, kann ich euch nicht zeigen. Ich zeige euch ein, zwei Ausschnitte gleich. Der Punkt ist, ich hatte ein Flugzeug gebaut. Ein sehr schnelles, ne, mit großem Triebwerk und Flügel und Batterien und bla. Und ja, das hat beim Start
Folgendes getan. Okay. Wow! Was? Also, ich weiß, dass das Teil Unmengen Schub hat. Jupp, und ich kann es nicht kontrollieren. Jupp. Sobald ich was tue... Hä? Und ja. Beim Zurückfahren vom Zusammenflexen hat der Miner dann noch beschlossen, dass ihm das Heck explodiert. Das heißt, er hat hier eine neue Batterie, der hat einen neuen Cargo-Container, einen neuen Verbinder, neues Wasserstoffmotor, neues Gyroskop. Ja, da ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Und ich weiß immer noch nicht, warum das Flugzeug nicht funktioniert hat. Ich kann es euch nicht sagen. Aber da ich euch keinen Jan antun wollte, der euch 40 Minuten lang anmault, dass nichts funktioniert. Übrigens, fällt mir hier gerade was auf. Das gefällt mir ja gar nicht. Ich habe hier den falschen Skin. Habe ich beschlossen, wir machen das folgendermaßen. Also, was passiert ist, die Wasp hat die Hivemind-Base zerlegt. Das heißt, auch kurz drauf, also das waren keine 2 Minuten, ist mein Körper despawned. Deswegen habe ich nur noch Stufe 2 Werkzeug. Ja, müssen wir jetzt durch. Und ich habe jetzt beschlossen, ich werde kein Flugzeug bauen. Zumindest heute nicht. Halt, die werde ich brauchen. Ich werde was anderes tun. Nämlich folgendes. Ich tue jetzt was essen und was trinken. Weil apparently brauche ich das. Genauso werde ich mir jetzt einen neuen Scout Rover bauen. Einen Rover, der Cargo hat, der mit 5x5 Rädern ausgestattet ist und mit dem ich theoretisch ohne jegliche Probleme darüber komme, wo mein Pod ist. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, das ist ein Experiment, aber auf jeden Fall habe ich danach einen neuen Scout Rover. Und ja, hier Dings. mach das mal so. Haha. So, ich werde diesen Scout Rover wie folgt aufbauen. Und ich mache... Ah, das brauche ich jetzt gleich. Ich muss mir gleich jetzt hier eine Rampe platzieren, dass ich in der Höhe bauen kann, in der ich bauen möchte. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt. Ich hatte da neulich was ganz Tolles gesehen. Und das hat mir gefallen. Deswegen will ich in einer entsprechenden Höhe bauen. Das Fahrgestell zumindest. Nein. Gehen wir da nochmal ein paar Blöcke weiter nach hinten. Ja, das ist es mir wert. Kein Problem. Ich benötige hierfür runde Blöcke. Ja. Die benutze ich im Grunde nie, aber hier brauche ich sie. So. Das Teil bekommt eine Base, die 3 Blöcke breit ist. Ich hoffe, das ist nicht zu breit für das, was ich vorhabe. Aber, ja, das sollte funktionieren. Und dann möchte ich keine normalen Räder, sondern Offroad-Räder. Das hat auch einen Grund. Die sind nämlich ein bisschen größer, die Offroad-Räder. Also nur ein kleines bisschen, aber das kleine bisschen bringt mir genau das, was ich haben möchte. So wie ich das baue, nämlich eine Menge Bodenfreiheit. Und die Menge Bodenfreiheit, die möchte ich haben. So, 2 Räder. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen Punkt. ich muss das so bauen, dass ich da auch hochkomme, richtig? Das heißt, wir gehen da nochmal 3 Blöcke rüber. Genau. Das Fahrzeug an sich steht auf dieser Höhe. Soweit? Ja, so weit vorne. Und da kommt nämlich ein industrielles Cockpit drauf. So.
Das ich hätte wahrscheinlich jetzt noch gar nicht platzieren sollen. Ja, doch, ich lasse es mal. So, aus folgendem Grund. Jetzt habe ich hier eine Menge Bodenfreiheit. Nachher. Weil die Fahrzeugbase ist hier oben. Das heißt, nur die Räder stehen weiter nach unten. Was das Ganze theoretisch so stabil macht, dass ich da keine Probleme haben sollte mit Aufsitzen etc. Und dann wird das Teil ein Dreiachser. Ich habe das Material für einen Dreiachser. Definitiv. Das war der falsche Block. Genau. Gekurfte. Einfach, weil ich die mal verwenden möchte. Oh, ich habe keine Stahlplatten mehr. Warum habe ich keine Stahlplatten mehr? Weil ich gar nicht mehr viele hatte. Dann mach doch mal 500 Stahlplatten. Habe ich noch genug Eisen hierfür? Ich habe noch 100 Tonnen. Das ist gut. Ich bin auch sonst materialtechnisch stehe ich nicht so schlecht da. Außer Nickel ist nicht mehr so viel. Es sind nur noch 800 Kilo. Und auch Kobalt habe ich nur noch 1,5 Tonnen hier unten. Aber well. Du schmeißt das alles schon in die Components, richtig? Ja. 125 Stahlplatten, damit kann man ein bisschen arbeiten. So. Das, und dann machen wir dasselbe hier nochmal. Oh, ich hätte gleich meinen Sauerstoff auffüllen sollen. Fällt mir gerade auf. Das ist die zweite Achse. Und dann kommt da relativ nah dahinter die dritte Achse. So. Aha, volle Sauerstoffflaschen. Hallo? Hallo? Ah, danke. Der hat jetzt gerade auch nur einen Moment gebraucht, um meine Sauerstoffflaschen aufzufüllen. Ja, der Radstand ist relativ kurz. Das ist richtig. Der Punkt ist... Oh, wie viel brauche ich? Ich brauche, glaube ich, 5 Blöcke dazwischen. Zwischen den 5x5 Rädern. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Das heißt, hier drunter, unter den letzten zwei jetzt, sitzt die dritte Achse. Das heißt, so. Und so. Nein, so. Theoretisch? Passt das? Ich hoffe es. Ja, doch, das passt. Weil 6 5x5 Räder für die Größe, der sollte genug Leistung haben, um so ziemlich überall hoch und runter zu kommen. Ja, und ich schweiß jetzt gleich von unten alles. Energy flow. Wo ich nachher oben nicht mehr rankomme. Weil ich kenne mich, ich mache es sonst nicht. Wenn ich jetzt sage, ja, ich stelle das Teil irgendwie hin, dass ich es dann von oben schweißen kann. Nein, ich werde das nicht tun. War beim letzten Mal schon so. Was haben wir da? Die Hivemind-Base ist immer noch hier. Obwohl, ich könnte... Hehe, machen wir was anderes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Mehr geht halt nicht in Bildplanner. Aber das gebe ich direkt mal in Produktion und ich fülle mir selber mal kurz alles auf und mache das Licht aus. Ja, weil der Rover wird an sich nicht allzu groß. Und er bekommt auch nur, in Anführungszeichen, nur mittlere Cargo-Container. Und eine Batterie, aber dafür zwei Wasserstoffmotoren. Oder? Oder reicht einer? Ich bin gerade am Überlegen. Oder mache ich... Nee, ich mache nur eine Batterie, einen Wasserstoffmotor. Vermutlich. Ich könnte auch zwei machen. Im Ernst, ich könnte problemlos zwei Wasserstoffmotoren platzieren. Dann brauche ich halt zwar auch zwei O2H2-Generatoren. Das ist aber nicht das Problem. Nee, das ist überhaupt kein Problem. Sehr gut. Nimm mal schon mal alles mit, was du mitnehmen kannst. Dann kann ich schon mal schweißen. Und ja, ich habe jetzt wieder langsames Werkzeug, ich weiß. Aber das ist nicht schlimm. Das ist echt nicht tragisch.
Weil ich habe ja oben auf der Orbitalbase habe ich Platin. Zumindest ein bisschen. Da kann ich mir dann problemlos auch neues Werkzeug machen. Oh. Konnte jetzt recht viel schon schweißen. So, die ganzen Stahlplatten. Und ja, ich werde das nachher anders einfärben. Das Teil wird nicht rostig. Oh. So, die vordere Reihe Blöcke, auf die gebe ich im Moment mal nichts. Weil die wird wahrscheinlich eh noch umgeändert. Aber ich würde hier gern mal komplett mit den runden Blöcken arbeiten. Bei dem Rover. Und der bekommt auch Notfallbewaffnung. Also kommt vermutlich eine Gatling oder zwei aufs Dach. Und das war's. Ich brauche noch vier weitere Räder, richtig? Richtig. So. Kannst du den Rest auch produzieren? Und dann ist das Teil nämlich schon stehfähig. Ging relativ zügig. Mit den 5x5 Offroad-Rädern sollte ich theoretisch durch das Terrain da oben durchkommen. Oh, kein Material mehr. Okay. Komme ich da noch an was ran? An den komme ich noch ran? Komme ich an den auch ran? Ja. Aha. Genauso wie an den. Und an den. Und an den. Es sind nur ein paar Blöcke, an die ich rankomme. An den. An den. Und an den. Hey. Okay. Weil den Miner... Ich hatte erst gedacht, ich nutze den Miner dann als Scout-Fahrzeug. Das Problem am Miner... Entschuldigung, hat mich gerade gejuckt. Das Problem am Miner als Scout-Fahrzeug ist nun mal... Er hat nicht die Bodenfreiheit. Also für alles, was weiter entfernt ist zum Scouten, brauche ich definitiv irgendwas, was wirklich All-Terrain-tauglich ist. Und deswegen das Teil hier. Weil der sollte durch so ziemlich jedes Terrain durchkommen, was mir Space Engineers entgegenwirft. Was ich jetzt gucken will, gibt es da nur die oder gibt es die auch... Das ist eine Ecke... Nee, die gibt's nicht nach... Weil da wäre eine Rundung in die andere Richtung, wäre da echt cool. Aber sowas gibt's leider nicht. Schade. Okay. Das heißt, ich kann den nämlich jetzt schon von seinem Stelzen runterlassen. Weil er steht ja jetzt auf Rädern. Und die drehe ich auch weg. Weil hier kommen... Rundungen hin. Sieht merkwürdig aus. Ja. Oh, ich komme hier... Komme ich nicht auf die... Doch, ich komme auf die 5x5 Räder. Genau. Das sind die einzigen Blöcke, an die ich nicht rankomme. So, jetzt machen wir das Cockpit. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt. Die Wasserstoffmotoren. Die sitzen mir da ein bisschen hoch. Die hätte ich schon gern tiefer. Ein bisschen. Also von der Positionierung her, was ziemlich optimal ist, hier der Erzdetektor und da zwei Gyroskope. Schon wieder. Ja, zwei Gyroskope, weil ich kenne mich. Dann machen wir das aber so und holen das einen Block weiter runter. Dann kann ich das, 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 das. Das sieht aus wie ein Penis. Und das. Dann kann ich das mal alles schweißen und meine Energie mal wieder auffüllen. Pew. Und dann wird das Teil. Das Teil wird richtig gut. Bin ich mir ganz sicher. Und wie ich meinen Ordropod gerettet habe, dann kann ich ja endlich meine Base fertig bauen. Und vielleicht ist bis dahin ja das Warfare-Update raus. Das wäre auch schön. Ich weiß nicht, weiß ja keiner, wann es genau kommt. Es hieß im Februar. Der Februar ist 28 Tage lang. Da bin ich
sehr gespannt. Okay, Energie ist wieder voll. Genau, nimm so viel Zeug mit, wie du tragen kannst. Oder wie fertig ist, so. Und hab. Aha, Parkour. Cockpit fertig. Gyroskop fertig. Erzdetektor fertig. Ah, schön. Ja, okay, der nicht. Aber der Erzdetektor, den wir übrigens gleich auf 50 Meter hochstellen. Weil das Teil bekommt Cargo, dass ich, wenn ich irgendein besonderes Erz finde, dass ich das gleich mitnehmen kann. Für den Fall, dass ich da mit meiner gar nicht hinkomme. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich nicht doch große Cargo-Container nehme. Ich glaube, ich nehme doch große Cargo-Container. Weil das ist, das wäre schon nice. So, jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt. Ich nehme jetzt. Ich nehme jetzt. Ich brauche O2H2-Generatoren. Also mehr als einen. Weil zwei O2H2-Generatoren haben dann genug Leistung für zwei Wasserstoffmotoren. Den kannst du da nicht platzieren, weil da kein Block sitzt. Jetzt geht's. Hallo? Da. Dann platziere ich jetzt gleich zwei Stück. Zwei O2H2-Generatoren. Dann kommen hier zwei Wasserstoffmotoren her. Wobei ich in der Mitte immer noch Platz für Zeug hätte. Was mir aber jetzt nicht so viel bedeutet. Was mir aber was bedeutet, ich mache das jetzt so, mit Absicht, ist das. Da kommen drei von denen her. Und das muss ich jetzt verschweißen. Eins, zwei. Eins, zwei. Drei. Und die zwei. Und da kommen dann die großen Cargo-Container hin. Da kriege ich theoretisch zwei drauf. Das wäre okay. Damit würde ich vollkommen geradeaus gehen. Dafür hat er theoretisch auch genug Leistung nachher. Oh, Batterien, ne? Auch Batterien braucht man. Obwohl ich echt am Überlegen bin, ob ich die hier, da wo ihr jetzt mein Schweißgerät hinzeigt, in dem Bereich eine in den Boden reinmache. Ja, das ist wahrscheinlich am intelligentesten. Weil wenn die Batterie nicht mehr tut, tut eh nichts anderes mehr. Dann wäre das gar nicht so dämlich. Ja, ich glaube, das wäre echt nicht so schlecht. Ich glaube, das mache ich so. Aber zuerst Schweißung. O2H2-Generator. O2H2-Generator. Oh Gott, das dauert. Ja. Hey, Wasserstoffmotor 1. Die drei sind fertig. Hey, in den Wasserstoffmotor komme ich von hier auch hin. Nice. So, bevor ich jetzt aber hier irgendwas abtrenne, um die Batterie zu platzieren, hüpfe ich jetzt nochmal auf meinen Rover. Und das wollte ich nicht. Und platziere das ist jetzt. Nein. So. Dann habe ich rechts und links die großen Ports. Und in der Mitte den kleinen. Das Teil ist auch dann nur für Erze geeignet oder Schrott. Aber das ist okay. Oh nein. Dann habe ich das Problem im Verbinder. Da ich ja jetzt nur kleine Ports habe. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das mache mit einem Verbinder. Ich platziere das jetzt aber mal so.
Oh, ich könnte natürlich auch, da das Teil ja eh nur für Kleinkram ist, könnte ich mir den Verbinder auch einfach da unten platzieren. Oder so platzieren, dass er halt auf der perfekten Höhe ist für das, wofür ich ihn brauche. Ja. Ich denke, das ist die intelligentere Lösung. Ja, ich kann das jetzt hier rausflexen. Gott sei Dank. So. Eine Batterie. So rein. Reicht eine? Ja, eine reicht. Das Teil hat nur Räder. Eins, zwei, drei. Dann ist der funktionelle Part mal fast fertig. Zumindest so fertig, dass ich das Teil dann mit Eis ein bisschen befüllen kann. Und tanken. Und dann müssen wir noch nach dem Design gucken. Ja, irgendwie ein bisschen Design hätte ich gern drumherum. Nicht allzu viel, halt auch wieder aus Gewichtsgründen. Energy low. Schon wieder. Ja, na gut, dann laden wir halt nochmal Energie auf. Wie viel Energie man braucht, ne? Auf diesem Planeten, das ist schlimm. Oder mache ich ihn jetzt nur funktional? Eigentlich sollte ich ihn nur funktional machen. Und nicht so viel Eisen verschwenden, wenn ich nicht weiß, ob er so funktioniert. Ich denke, den Pot holen und da drüben ein bisschen looten, weil ich habe die Hoffnung, dass die Hive Mind Base nicht komplett despawned ist, sondern nur halt nur so weit beschädigt, dass ich da drüben noch Loot abgreifen kann. Flipp nicht aus, ich habe nur eine Batterie geschweißt. Ah, Cargo-Container. Und der noch nicht. Das Teil ist sehr hoch. Wollte ich nur mal sagen. Aber ich hoffe inständig, dass das so gut ist, dass es funktioniert. Was ich definitiv mache, ist die Gatlings drauf platzieren. Aber jetzt gehen wir vorher mal mein Inventar leer machen und ein bisschen Eis holen. Oh, apropos Eis. Habe ich hier noch Eis? Ja. Habe ich noch. Und da brauche ich nicht meinen gehen. Dann kann ich das auch so machen. Und wenn ich da nämlich mal drei Inventare rein tue. Ich kann ja überall Eis holen. Ich habe ja hier in der Gegend ausreichend. So, die zwei laufen. Genau, jetzt wird da nämlich mal kräftig geladen. Das ist sehr gut. Was das Ding definitiv gleich braucht, ist Licht. Eine Menge Licht. Ja, ich würde da gern das Spotlight nehmen, das ich auch am Miner dran habe, weil das ist echt gut. Und dann zwei Innenleuchten. Ich denke, das machen wir so. Und noch eins. Hey. Ha. Lightbox. Achso, das sind nur die Spotlights. Natürlich. Ich brauche hier das Interior Light. Ist auch nicht laut neben dem Wasserstoffmotor. Ich wollte es ja nur mal erwähnen. Die Lichter platziere ich mal hier. Das ist jetzt genau auf der Reihe. Genau. Genau da. Nicht weggucken. Na komm. Oh, dass sie sich auf Small Grid manchmal so schwer schweißen lassen. Ey. Und er hat vorne relativ viel Gewicht durch Batterie und Motoren und Zeug. Aber das regeln wir gleich.
dass er gerade steht. So. Ein Licht. Zwei Licht. Dann haben wir alle Räder. Die bekommen jetzt mal 16% Stärke. Viel Height Offset. Leistungen so lasse ich. Left 2, Right 2. Die brauchen theoretisch nicht lenken. Nur das Vorderrad. Ist 16% ein bisschen viel Stärke? Und ist die Hinterachse nicht lenken eine gute Idee? Left dry, right dry. Die dry. Wer kennt sie nicht? Scout. Räder. Das ist nämlich was ich definitiv tun werde, ist die Fahrwerkstärke. Ja, ich denke, das ist so besser. Okay, dann müssen wir noch die Lichter einstellen. Interior Light. Radius, ja. Und die Spotlights. Reichweite, ja. Ah, nice. Okay, dann gucken wir doch mal. Probefahrt. Oh nein, ich wollte noch Gatlings positionieren, ne? Habe ich jetzt erst nicht gemacht. Okay, dann drehen wir nochmal um. Wow. Okay, Bremswirkung ist so gut, dass ich vorsichtig sein muss, dass es keinen Stoppy macht beim Parken. Ja, komm, noch ein bisschen. Das kann ich hier nämlich einfach so machen. Und dann kann ich da auch drauf. ich brauche Gatling-Geschütztürme. Ich möchte Gatling-Geschütztürme. Und da platzieren wir am besten zwei. Wir platzieren direkt zwei. Komm, mach schneller. Ne? Ja, ich gebe es jetzt nochmal in Produktion, weil... Oh, du arbeitest nicht mehr. Moment, da gucken wir gleich, dass der Crop Grower weiterarbeiten kann. Meine Batterien laden. Was fehlt dir denn? Ach, Kartoffelsamen hast du keine mehr. Und keinen Tomatensamen. Tja, dann mach doch mal die. Dann hast du wieder genug Arbeit. Hey. Lass mich da durch. Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Oder so. Und ich habe echt die Hoffnung, dass das Teil so gut funktioniert, wie ich mir das davon verspreche. So, Gatling-Position. Einmal. Und die Motoren sind laut. Und zweimal. Aha. Das heißt, ich brauche nur noch ein bisschen Munition, was ich ja hätte auch gleich mitnehmen können, aber... Well. Als ob ich an sowas denke. 30 Kisten müssen reichen. Die schmeißen wir hier rein. Und dann gehen wir in die Richtung auf Probefahrt. Oh. Er ist jetzt kurz und noch sehr skinny. Also er hat noch nicht viel an sich dran. Das ist aber also wirklich überhaupt nicht schlimm, weil, wie gesagt, ich will erst sicherstellen, dass er wirklich fehlerfrei funktioniert. Er hat keinen Wind. Wieder was vergessen. Nochmal umdrehen. Hey.
Ich sollte irgendwie an Sauerstoff rankommen, wenn ich in dem Ding drin hocke. Irgendwann schaffen wir das noch. Aber er fährt sich so jetzt auf den ersten Metern. Kann man sehr schnell, sehr sicher mit ihm fahren. Gott, bin ich gerade erschrocken. Sehr sicher, sagte er. Und hüpft. So. Jetzt habe ich noch einen Vent. Also eine Be- und Entlüftungsanlage. Aha. Depressurize on. Das heißt, ich habe hier drin auch ganz angenehm Sauerstoff. Und die Gatlings haben auf irgendwas geschossen? Moment. Gatling an aus. Gatling. Was? Nein. Nein! On, off. Genau. Die sollen nur angehen, wenn ich will, dass sie angehen. So. Und auf geht die wilde Fahrt. Sind ja nur 16 Kilometer Luftlinie. Ich vermute, ich werde weit mehr fahren. Ist aber nur so eine Vermutung. Aber das ist okay. In erster Linie ist es ja mal ein, ich muss gucken, ob das überhaupt so funktioniert, roverseitig, wie ich mir das vorstelle. Und wenn er funktioniert, dann können wir den auch voll hübsch machen und dann haben wir einen neuen, fixen Scout Rover. Obwohl, wie schnell ich hier durchkomme, das ist schon geil. Im Ernst, das ist arschgeil. Wie schnell man mit dem Kerl hier durchs Terrain flitzen kann. Ups, das war ein Sprung. Ich weiß, ich habe das Fahrwerk im Moment relativ hart eingestellt. Will ich aber aus dem Grund so lassen, wenn ich in eine Senke reinfahre, dass die Kompression des Fahrwerks nichts kaputt macht. Und im Moment sieht das vielversprechend aus. Rover-tauglich und so, ne? Das hier ist alles, aber nicht Rover-tauglich. Gucken mal, wie weit ich hier komme. Okay, nicht sehr weit, weil ich habe hier ein Hindernis, das für einen kleinen Rover nicht überwindbar ist. Muss ich um den Berg rum, um da eine ordentliche Route zu finden. Scheint so. Aber seht ihr, ihr habt das Terrain gerade gesehen. Es scheint ihn nicht allzu sehr zu interessieren und ich bin jetzt wirklich unvorsichtig durchgefahren. Das spricht jetzt für ihn. Dann fahren wir doch mal um den Berg rum und auf der anderen Seite von dem Berg gucken wir, ob wir da hochkommen. Und vielleicht finde ich hier ja auch noch ressourcentechnisch irgendwas. Auf dem Weg darüber. Ich muss hier nur sacklangsam tun, weil ich komme ich auch nicht hoch. Kann doch nicht sein. Okay. Hier hoch. Hier hoch? Nein, auch nicht. Weiter um den Berg rum. Yay. Ich komme der Hive Mind Base Unit auch nur immer näher. Oh, oh. Oh. Okay. Und nein, auch da nicht. Muss ich... Das Teil überrascht mich. Es kann... Okay, ich darf es nicht übertreiben, aber ich kann mit dem Ding relativ unvorsichtig unterwegs sein. Weil, im Ernst,
Der steckt das weg. Der ist gut. Okay, komme ich hier hinten hoch? Das Schöne ist, man kommt mit ihm halt auch echt relativ schnell von A nach B. Wenn man ihn halt auch entsprechend schnell fahren kann, auch auf Terrain. Welches ist es nicht unbedingt dafür geeignet ist, schnell zu fahren? Komme ich da hoch? Nein. Willst du mir jetzt echt sagen, dass es da keinen Rover-tauglichen Weg über den Berg drüber gibt? Jetzt, ich meine im Ernst. Oder sieht man das von hier aus nicht? Ich fahre jetzt mit Absicht mal nach da hinten. Hui. Wie sieht's hier hoch aus? Könnte das sogar meine Route sein? Oh, das ist jetzt bis hierher nicht mal... Okay. Das ist so unfassbar schlecht, die Route. Das ist... Im Grunde genau... Ne, da kommt man nirgends in die Nähe. Und auch nirgends hoch. Das ist doch ein schlechter Witz. Ich will doch nur mit einem Rover den Berg hoch. Die haben mich hier echt so geil abgesetzt, dass es hier keinerlei Weg gibt, die Berge mit Rovern zu erklimmen. Weil, ich weiß, dass es jetzt eher experimentell. Nope. Nein, 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 nein. Das ist jetzt ein Scherz. Ah, halt. Oh Mann. Ich hab gar nichts gesagt. Gar nichts. Überhaupt nichts. Komme ich hier nochmal weg? So viel zu... Es läuft nicht gut, ne? Okay, der Pitch tut genau gar nichts. Hallo? Würdest du bitte... Machen wir es nur mit einem. Vielleicht ist es dann besser. Ich sehe nichts mehr. Ich bin out of control. Ach so, der steht im... Okay, wo bin ich jetzt? Was lebt noch? Der Gatling Turret fehlt jetzt auch. Batterie ist noch fit. Wasserstoffmotoren sind noch fit. Nein, ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Ja, du darfst jetzt einmal zurück auf die Räder. Genau. Und dann fahren wir zurück nach Hause und reparieren den Ganzen. Weil ich wohl ein bisschen zu doof bin zum Fahren. Das war einfach eine dumme Idee. Ich habe nicht viel verloren... Wie war das mit dem unvorsichtig fahren? Ich habe nicht viel verloren. Nur ein großer Cargo-Container und zwei Gatlings. Der Rest ist top in Schuss. Wirklich, es ist alles gut. Der Vorteil ist, er ist relativ einfach zu retten.
Wenn ich nicht zu doof bin zum Fahren, dann sollte auch alles soweit okay sein. Gut, das heißt, morgen tun wir den hier reparieren. Definitiv. Aber dann muss ich mir einen Weg ausscouten, wie ich über diese Gebirgskette drüber komme. Ich hätte eine dumme Idee. Eine sehr dumme. Ich könnte an das Teil, wie es ist, rechts und links Flügel dran machen und hinten zwei Atmotriebwerke, um den Berg hochzukommen. Das ist eine Idee. Aber ich hätte eigentlich gerne einen Rover-tauglichen Weg. Und ich sehe da einen Felsen. Einen Eisenfelsen. So. 2,2 Kilometer von der Base weg. Würde ich den bitte markieren? GPS. FE. Was? 2,27. Ich habe wenigstens nochmal Eisen gefunden. Das ist gut. Wenigstens das. Ich hatte hier, so wie es aussieht, doch nicht alles ausgescoutet. Da hat's noch was. Ah, Kobalt, aber hier war ich schon. Hä, den anderen Eisen habe ich dann nicht gesehen, obwohl ich hier war. Ich verstehe immer nicht. Ich finde es immer noch ein bisschen zum Kotzen, dass ich da nicht hochkomme. Außer ich muss mir das mal bei Tag angucken. Oder doch den Miner nehmen. Um zumindest eine Straße zu bauen. Oh, damn. Straßenbau mit Miner. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Auf jeden Fall, egal was eine gute Idee ist, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage bis morgen. Macht's gut, haut rein und tschüss.